Gerade habe ich die Tribute von Panem gelesen und... Warum schaust du nicht einfach den Film? Na, wie oft musstet ihr euch das schon anhören? Ich jedenfalls mehr als genug. Und deshalb mache ich heute den ultimativen Vergleich Buch versus Film. Da wäre zunächst einmal, wie lange hat man eigentlich was vom Buch und auch vom Film? Der klare Gewinner der ersten Runde ist also offensichtlich das Buch. Denn ein Film ist vielleicht für 2 Stunden lang lustig oder traurig oder romantisch oder was auch immer ihr euch gerade anschauen wollt, aber ein Buch viel länger. Dann wäre da natürlich noch die nicht ganz unerhebliche Frage, wann und wo man überhaupt etwas von einem Buch oder einem Film hat. Ja, ich weiß, es gibt auch portable DVD-Player. Aber ganz ehrlich, wer gibt schon Geld für sowas aus? Von daher würde ich natürlich ganz unvoreingenommen sagen, das Buch hat schon wieder gewonnen. Außerdem darf man nicht unterschätzen, dass Buch und Film irgendwie auch nützlich sein müssen. Und wer genau diesmal den Vergleich gewinnt, das können wir uns jetzt ansehen. Ihr seht es, Bücher sind auch verdammt gute Waffen. Und damit wäre doch wohl irgendwie die Frage beantwortet, warum ich das Buch dem Film vorziehe. Naja, obwohl ich zugeben muss, ich habe nichts gegen Filme, ich bin ja selber ein riesengroßer Filmfan und habe eine riesengroße Filmsammlung, aber manchmal muss es eben doch das Buch sein. Und ich möchte nie wieder die Frage hören, warum ich nicht einfach den Film schaue. Jetzt möchte ich natürlich noch von euch wissen, warum ihr vielleicht lieber zum Buch als zum Film greift. Wer weiß, vielleicht habt ihr noch ein paar... schlagkräftige Argumente auf Lager. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Dani, meiner netten Komparsin, dieses Mal bedanken, die mich so schön überfallen hat und sich verprügeln lassen hat von mir. Tut mir leid. Jedenfalls, wir sehen uns sonst wieder nächsten Mittwoch zum neuen Vlog. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und macht's gut.